willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin auch im Löwen. Sehr temperamentvoll, stolz, eigenwillig, ja, durchsetzungsstark. Auch erwartet einen gewissen Respekt, ist ein wenig auf sein Ego getrimmt, aber auch nicht nachtragend. Der Mond befindet sich weiterhin im Schützen, auch ein Feuerzeichen, Temperament, Leidenschaft, aber auch sehr starker Optimismus und auch eine gewisse Flexibilität, sich auf neue Situationen einzustellen. Dabei haben wir die Venus in der Jungfrau. Also da geht es um Verlässlichkeit und auch Merkur rückläufig befindet sich in der Jungfrau. Da sollte man sich, ich sag mal, an Abmachungen halten und im Zweifelsfall, wenn es Missverständnisse gibt, bitte nochmal nachfragen und vor allen Dingen braucht man Ruhe. Immer schön ruhig auf die Dinge reagieren. Man kann und darf und sollte nichts erzwingen wollen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der sicherlich auch das eine oder andere Mal den Wunsch nach vorn bringt, dass man doch etwas schneller machen könnte oder vielleicht auch etwas jetzt und hier und sofort machen könnte. Vorsicht mit dieser Idee. Die wird auch vielleicht von den Zwillingen, also von der Zwillinge-Energie in Jupiter und Mars vertreten. Jupiter ist expansiv, Mars kämpferisch, aber es geht halt momentan darum, dass man nichts erzwingen kann. Und auch wenn man viele tolle Ideen hat, muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren, um überhaupt voranzukommen. Alles, was man sich zusätzlich auflädt und was man möglicherweise auch Neues beginnt, ist meist mit Fehlern behaftet. Und da neigt ja die Zwillinge-Energie dazu, sehr schnell viel Neues mit einzubringen. Da ist es wichtig, also sich darauf zu beziehen, was man die ganze Zeit schon verfolgt. Wir haben Neptun und Saturn in den Fischen, natürlich wieder rückläufig, wieder auf die eigenen Gefühle gehen, auf das eigene Wohlbefinden achten, sich nicht übernehmen, sich nicht überarbeiten, sondern seine Ressourcen eben vernünftig einsetzen und die möglicherweise gewonnene Zeit durch Verzögerung immer mit etwas nutzen, was man für sich tun kann. Über Dinge nachdenken, vielleicht hat man auch irgendein Hobby oder irgendeine Sache, die einem am Herzen liegt, man will was lernen, dann kann man da vielleicht reinschauen. Also es ist wichtig, da einen nötigen Ausgleich zu schaffen. Uranus befindet sich auch im Stier weiterhin und man kann dadurch natürlich auch Veränderungen mitbewirken, die einen, die anderen vielleicht nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch ab heute eine Verbindung zwischen Jupiter und Saturn. Jupiter, habe ich ja gesagt, ist expansiv, Saturn ist in den Fischen rückläufig und das birgt neue Hürden, neue Hindernisse und gerade deshalb sollte man sehr vorsichtig sein, wie viel man sich auflädt und wie sehr man sich jetzt für Neues oder viele Dinge interessiert, beziehungsweise wo man Druck ausübt. Das ist nämlich, wie gesagt, noch wieder eine Hürde, die dann dazukommt und die vielleicht auch die Dinge erschweren kann. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg dabei, dass das nicht so ist und wir sehen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 14. August 2024, weiterhin Sonne im Löwen. Wir haben auch, ja, ich sag mal, feurige, temperamentvolle Energien mit der Sonne im Löwen, Leidenschaft. Ja, auch den Anspruch zu führen natürlich, egozentrisch ein wenig, dabei tolerant entgegenkommend und nicht nachtragend. Der Mond befindet sich im Schützen, auch eine sehr feurige Energie, optimistisch, krempelt die Ärmel hoch, will da was bewegen. Jetzt muss man natürlich aufpassen mit den anderen Energien. Wir haben Venus und den Merkur rückläufig in Jungfrau. Das bedeutet eben pragmatisch vorgehen, langsam, überlegt, gut organisiert und planvoll und natürlich auch im Umgang mit anderen vorsichtig sein, da man sehr schnell in Missverständnisse verwickelt wird oder auch selber mal was in den falschen Hals bekommen kann. Da helfen Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, dass man sich ein bisschen auch in sich selber, ich sag mal, ruht und auch entsprechend ruhig und gelassen hoffentlich auf andere zugeht, sich auf die
Energie, die Laune, das Miteinander ein bisschen einstellt. Denn wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen. Expansion, Kampfgeist, gepaart mit eben sehr kommunikativer, wissbegieriger, aber ein bisschen unsteter Energie. Das kann für Chaos sorgen, wenn man nicht aufpasst. Hinzu kommt natürlich auch, dass du als feuertemperamentvolles Wesen auch natürlich keine Geduld hast. Ja? Das wird dadurch noch verstärkt. Wir haben auch den Uranus im Stier, aber leider hast du da keinen Einfluss. Wir haben mit Mars und Jupiter bis zum 16. eben auch noch eine Konjunktion, die das noch anheizt. Und dann auch noch zwischen Saturn und Jupiter. Das sind die Hindernisse, die auch immer wieder aufkommen. Und gerade dann ist es so wichtig, wirklich nicht sich aufzuregen, sondern nach Lösungen zu suchen und sich wirklich auch Zeit zu nehmen. Ja, ist also sehr, sehr relevant. Wir haben für dich heute natürlich die Geduld, den Ritter der Münzen. Je mehr Geduld du aufbringst, desto erfolgreicher. Gespräche auf Augenhöhe, das ist das Entgegenkommen, sich auf andere einstellen. Das heißt nicht, dass du permanent nachgeben sollst, aber dass du eben auch achtsam mit dir, mit anderen umgehen sollst, das bringt den Erfolg. Gemeinsam ist man stärker als alleine und ein bisschen muss man natürlich auch dafür sorgen, dass man richtig verstanden wird oder dass man auch ja selber richtig versteht. Man muss also sehr geduldig sein, sehr tolerant, mit sich selbst auch natürlich, ne? Und da haben wir die Königin der Münzen. Ich sag ja, planvoll, gut vorbereitet, nicht hastig, sondern mit anpackend, aber in Ruhe und Gelassenheit. Und natürlich auch, ich sage jetzt mal, mit der Offenheit, andere Aspekte oder Meinungen zumindest anzuhören. Du musst sie nicht übernehmen und du musst auch nicht bei allem klein beigeben. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass du es zumindest mal respektvoll anhörst und dann auch sagst, ich überlege mir das oder wir können ja mal überlegen. Du kannst dadurch selber auch auf gute Ideen kommen, wie du damit umgehen kannst, ja, und du bekommst auch die Hilfe und Unterstützung, die du brauchst und leistest gleichzeitig eben auch Hilfe und Unterstützung für andere. Also das ist so ein Geben und Nehmen und dann in der Ruhe, ne, mit der Geduld. Aber das ist dann auch der Erfolgsgarant, ne, wenn du cool bleibst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Wir haben weiterhin Sonne in Löwe. Da ist eben auch Leidenschaft drin, Temperament, auch den Ton angeben wollen. Ein großes Ego, großes Selbstvertrauen, aber auch Toleranz, Entgegenkommen und Nachsicht. Der Mond befindet sich auch in einem Feuerzeichen, nämlich dem Schützen. Da ist Optimismus drin, das sollte nicht zu, ja, ich sag mal, Leichtgläubigkeit oder hastigem Vorgehen führen, aber man kann positiv aufeinander zugehen und vielleicht den Dingen auch was abgewinnen. Mit Venus und dem rückläufigen Merkur in der Jungfrau haben wir natürlich pragmatische Erdenergie, unterstützt dich auch als Stier, und der rückläufige Merkur sorgt eben für noch mehr Hindernisse, Blockaden, Missverständnisse, das kennst du mittlerweile schon und es gilt weiterhin natürlich Nerven bewahren. Dabei können Neptun und Saturn in den Fischen helfen, dass man sich auch so ein bisschen auf sich selber konzentriert, sich was Gutes tut und auch Pausen einhält und eben auch mal Abstand gewinnt, ja, das Wesentliche bespricht und nicht darüber hinaus versucht, Dinge durchzusetzen. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen sind auch weiterhin da. Der Jupiter und der Mars sind weiterhin in den Zwillingen. Da haben wir Expansion und Kräfte messen und auch natürlich sehr starke kommunikative Fähigkeiten, aber auch, dass man sich verzetteln kann, wenn man sich zu viel aufhält. Da gilt es, ein gesundes Maß zu finden. Und dann haben wir natürlich auch den Uranus im eigenen Zeichen. Du kannst feine, kleine Veränderungen vornehmen und das kann dir auch helfen.
Zudem haben wir auch eine Verbindung Mars-Jupiter, die natürlich auch nach vorne drängt. Also da ist so mit angezogener Handbremse fahren, so fühlt es sich zumindest an. Aber es ist wichtiger, bedächtig vorzugehen als hastig, denn wir haben auch ab heute bis zum 24. Jupiter und Saturn in einer kritischen Verbindung, was noch mehr Hindernisse, Schwierigkeiten und vielleicht auch nervtötende Aspekte bringen kann. Und darauf sollte man sich wirklich vorbereiten. Ja, wir schauen mal, wie das für den Stier so aussieht am heutigen Mittwoch. Veränderung, Transformation. Also es gibt ein paar Veränderungen. Wir haben in der Ruhe liegt die Kraft natürlich gut überlegen, sich Pausen gönnen, vielleicht auch mit anderen darüber reden, sich austauschen, aber auch sich Zeit für sich selber nehmen und überlegen, wie man da vorgehen möchte. Königin der Münzen heißt, du legst Hand an, du kümmerst dich auch darum, du gehst sicherlich auch auf andere zu und möchtest da auch was bewirken, darauf fokussierst du dich auch. Es sollte aber die Routine sein, also keine größeren, ich sag jetzt mal, Ausfälle oder dass man jetzt was Größeres umsetzen will. Wichtig ist auch, dass man möglichst keinen Druck ausübt. Wir haben ja den Pluto im Wassermann. Es kann auch von anderer Seite Druck ausgeübt werden. Und du solltest dich auf das fokussieren, was geht, was du gut kannst, was sich bisher bewährt hat und wenn möglich nur im Privaten vielleicht für Ablenkung sorgen oder vielleicht auch was Schönes machen natürlich, ja, denn du hast ja auch Verlässlichkeit mit Venus in Jungfrau drin, aber nicht so große Sachen jetzt im Job oder so, weil eben das Miteinander viele Veränderungen bringt und man vielleicht noch nicht so genau weiß, wie man mit der einen oder anderen Situation umgehen sollte. Und da ist es wichtig, auf dem Boden der Tatsachen und der Fakten zu bleiben und sich nicht übermäßig irgendwie ins Zeug zu legen. Das führt eher dazu, dass man sich nachher ärgert, dass man so viel Energie in etwas hineingesteckt hat, was dann doch nicht funktioniert. Also eine gewisse Vorsicht ist auf jeden Fall angebracht. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin im Löwen, leidenschaftlich, temperamentvoll, möchte auch weiterhin den Ton angeben, gehört und gesehen werden, hat ein großes Ego und ein großes Selbstvertrauen, ist dabei charmant, tolerant und entgegenkommend. Der Mond befindet sich auch im Feuer, nämlich in Schütze-Energie, optimistisch, offen, flexibel, kann gut mit neuen Situationen umgehen. Ist dir damit als Zwilling auch ein bisschen ähnlich, aber man sollte natürlich vorsichtig vorgehen. Wir haben immer noch Venus und den rückläufigen Merkur in Jungfrau. Jungfrau-Energie ist auch pragmatisch, langsam, nicht voreilig, sondern gut geplant, gut organisiert. Und damit kann man eben auch, ich sag mal, den schwierigen Aspekten des Merkur rückläufig begegnen. Natürlich ist die Energie auch kritikfreudig. Man muss damit rechnen, dass man Kritik zu hören kriegt. Man sollte selber natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein mit zu viel Kritik. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen sind weiterhin da. Jupiter und Mars befinden sich in deinem Zeichen als Zwilling. Du weißt selber, dass du Mühe hast, bei einer Sache dran zu bleiben, wenn so viele neue Dinge locken. Ja, und der expansive Jupiter und der kämpferische Mars, ja, bringen dich nach vorn, wollen, dass du was umsetzt. Jetzt haben wir den rückläufigen Merkur und man sollte damit sehr vorsichtig umgehen, weil man sonst gegen Windmühlen ankämpft und nachher sehr viel Stress haben kann. Hilfreich sind dann Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, wo man auch erstmal schaut, wie geht's mir eigentlich, wo kann ich was verbessern, wo kann ich mich selber auch optimieren, damit ich da nicht vor eine Pumpe flitze, weil ich mir zu viel vornehme und wie gehe ich dabei mit anderen um. Also auch gerade, wie gesagt, jetzt mit Merkur rückläufig. Der Uranus im Stier, ja, da hast du leider keinen Einfluss, aber er bringt natürlich auch Veränderungen. Wir haben zudem auch eine Verbindung Mars-Jupiter, das pusht natürlich, man will nach vorne, aber man muss das im Zaum halten, denn wir haben auch bis zum 24. einen kritischen Aspekt zwischen Jupiter und Saturn. Das bedeutet eine Menge Hindernisse, eine Menge Blockaden und die müssen erst aus dem Weg geräumt werden und deswegen nimm dir bitte nicht zu viel vor. Das könnte eher
ja, ich sag mal, nach hinten losgehen. So, für heute haben wir für die Zwillinge erstmal die Selbstfürsorge, auch die Unabhängigkeit, die 9 der Münzen. Da schaut man erstmal, was man schon hat, wo man steht, was man erreicht hat, ob man jetzt selbstständig ist, ob man Single ist oder eben auch für sich selbst. Die 9 der Münzen bedeutet ja auch, ich überlege mir den nächstmöglichen Schritt, ja, um auf die 10 der Münzen zu kommen. Wir haben die 8 der Münzen, das ist der Job, die Arbeit, woran arbeite ich gerade und ich bleibe hoffentlich fokussiert auf das, was ich gerade tue und das, was sich bisher bewährt hat. Auch wenn es schwerfällt, liebe Zwillinge, du hast sicherlich schon gemerkt, dass es sich lohnt, an den Dingen dran zu bleiben und sich bitte nicht zu viel zuzumuten, weil das führt nur nachher zu mehr Fehlern, mehr Stress und man kriegt nichts wirklich fertig. Wir haben die 9 der Schwerter, du hast natürlich Angst und die Bedenken, du könntest was verpassen, du könntest etwas Gutes übersehen, aber das ist nur, ich sag mal, in der Eile, dass du etwas übersehen kannst. Wenn du genug Zeit hast, dir die Dinge anzuschauen, dann wird dir auch nichts entgehen. Ja, das ist der Fehlschluss, dass man glaubt, wenn man nicht überall dabei ist, dass man irgendwas versäumen könnte. Es ist wichtiger, bei dem dran zu bleiben, was man gerade tut und das zu vereinfachen, damit man das bewerkstelligen kann und nachher neue Dinge beginnen kann. Man kann vorausschauen, denken und planen. Man sollte jetzt nur nicht versuchen, irgendwas zu forcieren oder jemanden unter Druck zu setzen. Und natürlich kann der Druck größer werden, je mehr du zu tun hast. Ja, also Vorsicht ist geboten weiterhin. Ich wünsche dir aber viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024 und wir haben weiterhin Sonne in Löwe. Leidenschaftlich, temperamentvoll, durchsetzungsstark und auch sehr selbstbewusst, ein wenig egozentrisch, dabei charmant entgegenkommend und auch nicht nachtragend. Der Mond befindet sich im Schützen, auch einer Feuerenergie, aber ein bisschen anders unterwegs. Optimistisch, offen, flexibel, ja, also Optimismus ist vor allen Dingen das herausragende Merkmal und das kann auch nicht schaden. Man soll natürlich in keinster Weise weder in Pessimismus noch in Euphorie übertreiben, ne? Wir haben den Merkur rückläufig und auch die Venus in der Jungfrau, ja, und Erdenergie trägt dich als Wasserenergie natürlich ganz stark. Du hast eine Orientierungshilfe, eine Organisation, einen Leitfaden, an den du dich orientierst. Allerdings, Merkur rückläufig kann immer mit Überraschungen dazwischen grätschen, das weißt du auch. Deswegen ist es wichtig, sich Ruhe zu gönnen und bitte keine übermäßigen Ansprüche da irgendwie zu stellen oder wer weiß was zu erwarten. Das Unerwartete kommt leider in dieser Zeit sehr häufig. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen, kann auch sehr viel Druck ausüben. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen, Expansion und Kräftemessen sind da drin, aber auch Kommunikation, Wissbegierde, aber auch so ein bisschen dieses Unstete, dieses nicht so ganz Verlässliche der Zwillinge-Energie. Man überlegt sich das vielleicht alle Nase lang anders und man sollte bei dem bleiben, was man auch bisher verfolgt hat. Das ist so mein Tipp. Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig helfen dir, deiner Intuition auch, sich so ein bisschen auch mehr auf sich selber zu konzentrieren, wie es dir geht, was du brauchst, was du vielleicht auch selber mit bewirken kannst, auch im Zusammenspiel mit anderen. Es geht darum, die ja, Energie aufzufangen, was jetzt so los ist um dich herum, aber dich nicht davon, ich sage jetzt mal, bestimmen zu lassen, sondern kann ich jetzt was sagen oder ist die Laune so schlecht oder sollte ich lieber noch ein bisschen warten? Deine Intuition hilft dir da schon ganz enorm. Der Uranus im Stier hilft dir eben auch, so ein bisschen was zu verändern. Und wenn du die Möglichkeit hast und das möchtest, solltest du das auch tun. Zudem haben wir eine Verbindung Mars-Jupiter, die auch noch bis 16., das ist der Freitag, anhält. Da möchte man auch nach vorn. Aber bitte nicht irgendwie Druck ausüben, sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Dieser Druck fördert Fehler, fördert Stress, fördert eben auch, dass man dann nachher umso mehr Arbeit hat, die Dinge zu bereinigen. Wir haben zudem auch bis zum 24. auch die Energie von Jupiter und Saturn. Da kommen sehr viele kleine Hindernisse, Kleinigkeiten, die aber mega aufhalten dazu.
Und darauf sollte man sich einstellen, dass man da eben auch sagt, ich muss erstmal schauen und es kann sich Unvorhergesehenes ergeben und die Missverständnisse kennen wir ja alle schon. Jetzt schauen wir mal, was wir für den Krebs heute haben. Wir haben den Wagen. Du bist auf Erfolgsspur, weil du dich wahrscheinlich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt und auf deiner Intuition folgst. Die Gefühle kommen nach vorn, das kann alles Mögliche sein. Das kann natürlich auf der einen Seite Freude sein, auf der anderen Seite kann es auch Angst bedeuten oder Zorn, ja, wenn was nicht so klappt. Ja. Das Wichtigste ist, dass du es erkennst, ne, wenn da irgendwie starke Gefühle vorhanden sind bei dir und dass du die zuordnen kannst, wo das hingehört. Ja. Und dass du da eben auch, ich sag mal, eine gewisse Kontrolle hast, dass du nicht plötzlich ausflippst oder sowas, ja. Je nach Situation und Gefühlslage natürlich. Wir haben ganz viel Gefühl mit den Zehen der Kelche, also familiär auch und liebevoll. Der Magier, Manifestation, aber auch Manipulation. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht aufgrund zum Beispiel einer Gefühlslage oder dem Zugetansein einer Person sich da ein bisschen zu sehr nach anderen orientiert. Schau ruhig, lieber Krebs, auch danach, was du möchtest und was dir so ein bisschen auch ein flaues Gefühl in der Magengegend gibt. Du musst nicht alles durchführen, was andere dir sagen. Und es ist auch wichtig, dass du natürlich nicht zu stark versuchst, jemanden irgendwo hinzuschubsen, ja? Also das gilt in beide Richtungen. Ich wünsche dir aber viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in deinem Sternzeichen. Du fühlst dich bestärkt, du möchtest die Dinge bewegen. Du hast ein starkes Ego und ein starkes Selbstvertrauen. Du möchtest natürlich gehört und gesehen werden. Du möchtest auch, wie gesagt, ich sag mal, die Vorgaben geben, aber sei ein bisschen vorsichtig und schau dich auch um, was um dich herum geschieht und sei ein wenig gefühlvoll, tolerant und sensitiv. Ich weiß, dass du tolerant bist, aber es ist gerade bei Merkur rückläufig noch wichtiger, dass man nicht zu schnell, ich sag mal, aus der Rolle fällt. Der Mond befindet sich im Schützen und bewirkt hoffentlich bei dir als ebenfalls Feuerzeichen ein wenig Optimismus, eine positive Herangehensweise, bedeutet aber nicht, dass man übertreiben sollte, ja. Also schön auf dem Teppich bleiben. Wir haben noch genug Erdenergien dazu. Wir haben die Venus in Jungfrau und wir haben den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Pragmatismus, planvoll, vorbereitet, fleißig, aber auch eben nach vorne strebend und ein bisschen überkritisch. Auch da sollte man sich, nicht nur du, alle anderen auch, ein wenig zurückhalten mit der Kritik. Einfühlsam durch Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Erstmal schauen, wie geht's mir denn selber? Wenn ich gut drauf bin, wenn es mir gut geht, dann brauche ich mir darüber keine Sorgen zu machen, wie ich mit anderen umgehe. Bin ich aber gereizt und genervt, sollte ich das im Blick behalten und das nicht am erstbesten auslassen. Das gilt sowohl für dich als auch für alle anderen natürlich. Und ja, wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Das kann schon auch zu, sagen wir mal, Streitmöglichkeiten kommen. Aber man sollte sich überlegen, ob es sich lohnt und ob man da wirklich einsteigen möchte. Es ist unnötiger Stress vielleicht auch, aber manchmal lässt es sich auch nicht vermeiden. Jupiter und Mars in den Zwillingen, Expansion und Kampfgeist, ja, das ist, wir wollen nach vorne, wir wollen was erreichen. Mit der, ja, kommunikativen und wissbegierigen Zwillinge-Energie, die aber leider nicht so das Durchhaltevermögen hat. Und deswegen nicht mehr aufhalsen, als du schon aufgehalst hast, also was du jetzt machst. Und eben dafür sorgen, dass diese Dinge gut, glatt und gut überprüft weiterlaufen. Uranus im Stier ist auch eine Erdenergie, hast du aber leider keinen Einfluss auf die Veränderungen. Wir haben trotzdem noch eine Energie zwischen Mars und Jupiter, ja. Und das sorgt dafür, dass man wirklich auch den Drang hat, jetzt oder nie. Und da ist es wichtig, die Ruhe zu bewahren, ja. Weil dieses nach vorne drängen kann für Stress sorgen. Und es bringt halt bei Merkur rückläufig nicht so viel gegen Windmühlen anzukämpfen. Man hört höchstens später noch mehr zu tun, die Dinge wieder zu bereinigen. Deswegen bietet es sich nicht an. Und dann haben wir auch noch bis zum 24. eine Verbindung Jupiter-Saturn. Und das bedeutet, es kommen ganz viele Kleinigkeiten auf einen zu, um die man sich kümmern muss, wo man sich reinhängen muss. Und deswegen bitte keine neuen Aufgaben mehr, wenn es geht.
Du kommst gut voran mit der Herrscherin, das ist wunderbar. Aber in der Ruhe liegt die Kraft, ne? Auch in der Kommunikation entgegenkommt. Miteinander ist manchmal durch die Missverständnisse mit Merkur rückläufig schwierig. Manchmal ist es auch besser, lieber nichts zu sagen oder sich zurückzuziehen. Man sollte hier auch keine Risiken eingehen. Also man sollte weder zu vorlaut sein, noch sollte man finanziell oder in irgendeiner Form irgendwas riskieren. Man sollte den Vorgaben, die man hat, folgen. Man sollte das, was man kennt, weiterführen. Man kann auf Dinge zurückgreifen, man kann Dinge bereinigen, ja, aber man sollte jetzt keine unnötigen Risiken eingehen. Lieber in der Freizeit und weg von Finanzen und solchen Dingen vielleicht sich auch mal was gönnen. Ruhe, Entspannung, ein Hobby, etwas, was einen den Kopf wieder frei macht und eine positive Energie generiert. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, nach vorne drängend. Ja, auch machthungrig, könnte man sagen. Großes Ego, großes Selbstvertrauen, stolz natürlich. Man ist dabei aber auch tolerant, entgegenkommend und einfühlsam. Der Mond befindet sich im Schütze. Auch optimistisch, Feuerenergie, flexibel, eben auch mit Dingen umgehend. Und als Jungfrau hast du natürlich die Venus und den rückläufigen Merkur im eigenen Zeichen. Und da gilt es natürlich auch, eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Venus im eigenen Zeichen ist schön, Verlässlichkeit, Zufriedenheit, das solltest du auch genießen, aber man muss wirklich sehr langsam machen. Man muss sich auch ein bisschen zurücknehmen mit der Kritikfreude. Man kann natürlich auch Kritik abbekommen, das ist jetzt nicht nur auf dich gemünzt, ja, denn andere haben diese Energien ja auch in sich. Und wir haben mit dem rückläufigen Merkur natürlich mit Missverständnissen zu kämpfen, Verzögerung, Dinge gehen nicht, funktionieren nicht, Dinge kommen gar nicht an, Termine werden abgesagt. Du kennst das, ja. Und dann haben wir den Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitraum, um da intensive, tiefgreifende Gespräche zu führen. Und wenn man kann, sollte man dem auch aus dem Weg gehen. Wir haben dann Jupiter und Mars in den Zwillingen, Expansion und Kampfgeist, gepaart mit sehr viel Kommunikation, Wissbegierde und einer etwas unsteten, ja, Herangehensweise, ne? Das macht dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Ablenkung, zu viel, ja, hier und da und zu viele Kleinigkeiten aus. Und da solltest du dich natürlich als Jungfrau auch nicht verzetteln. Wir haben den Neptun und den Saturn in den Fischen rückläufig. Es geht darum, erstmal auf sich zu schauen. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was brauche ich? Was läuft gut? Was nicht? Was kann ich selber tun, um die Dinge zu verbessern? Bei mir persönlich jetzt, ne? Und dann schaue ich auch, wie ich mit anderen umgehe. Also wie ich auf andere zugehe, wie ich mit denen auch agiere. Und auch, wie die anderen mit mir agieren. Ja, wir müssen ein bisschen tolerant sein bei Merkur rückläufig. Es kann passieren, dass der eine oder andere oder man selbst auch mal daneben liegt mit der Kommunikation. Aber wichtig ist, dass man zusammenhält. Jetzt haben wir Uranus im Stier. Du kannst auch als Jungfrau natürlich Feinjustierungen vornehmen, wenn du das möchtest und wenn es sich anbietet. Das kann viel bewirken im großen Ganzen, vielleicht aber nicht sofort. Dazu kommt, dass wir mit Jupiter und Mars eine Verbindung haben, die noch mehr pusht, ja, dass man was erreichen soll und nach vorn will. Das ist ja alles ganz schön, aber wenn man nachher mehr Stress und Durcheinander hat, dann lohnt es sich nicht, jetzt wirklich auf die Barrikaden zu gehen und irgendwas krampfhaft umzusetzen oder durchzusetzen. Hinzu kommt nämlich noch, dass wir bis zum 24. auch Saturn in Verbindung zu Jupiter haben, der uns immer wieder die Stöckchen zwischen die Beine wirft. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass auch die einfachen Dinge nicht ohne Hindernisse verlaufen und wir mit ungeahnten Schwierigkeiten oder Verzögerungen rechnen sollten. Deswegen, es lohnt sich jetzt einfach nicht noch mehr zu tun. Wir haben Verwirrung, ja, Irritation, okay. Das kann durch die Umstände im Außen passieren, aber auch, weil es einem zu viel wird. Wir haben Illusionen, die 7 der Kelche, neue Möglichkeiten auch im Gefühlsbereich, ja. Vielleicht ist auch dein Gefühl gerade so ein bisschen durcheinander. Das ist nicht schlimm, aber du solltest dir Zeit nehmen, das zu ergründen und zu schauen, wo du eigentlich gefühlsmäßig hin möchtest, ja. Irritationen sind auch nie Momente, in denen du irgendetwas entscheiden solltest, ja.
Die 7 der Kelche sind auch die hohen Erwartungen. Ich weiß, du bist als Jungfrau auch sehr ehrgeizig. Du möchtest viel erreichen. Die Energien sind ehrgeizig, ja. Und du fühlst dich auch getrieben, ja. Und jetzt gilt es, da entgegenzuwirken. Mach langsam. Je mehr du das Gefühl hast, ich verpasse was oder ich fühle mich irgendwie gedrängt, unterdrückt oder vielleicht auch selber getrieben, also dass ich selber das will, zieh dich zurück. Ja, du brauchst den Ausgleich. Ja, du brauchst den Ausgleich. Du hast sehr viel Engagement gezeigt schon und das machst du ja auch immer. Aber es ist wichtig, dass du jetzt, wo dieses Gefühl vielleicht auch sehr stark wird, dagegen hältst und dich mehr um dich und deine Belange und die Klärung deiner Gefühle zum Beispiel kümmerst, als um alles andere. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Mittwoch, 14. August 2024, weiterhin mit Sonne im Löwen. Temperament, Leidenschaft, Durchsetzungsfähigkeit, ein großes Ego und großes Selbstvertrauen, aber auch Scham und Toleranz. Der Mond befindet sich im Schützen, optimistisch und natürlich auch ja sehr offen, flexibel. Das ist auch sehr schön. Denkt dran, die Energie zwischen Waage und Löwe kann immer auch hohe Erwartungen schüren. Da sollte man aufpassen. Wir haben zudem natürlich die Venus und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Erdenergie, langsam vorgehen, planvoll, organisiert und auch mit Kritik sollte man sich zurückhalten. Man muss aber leider auch damit rechnen, dass man Kritik abbekommt. Ja. Nicht zu sehr aufregen, bitte. Es ist momentan halt ein bisschen schwierig mit Merkur rückläufig. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann und das bedeutet Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen, auch eine Luftenergie. Zwillingenergie ist sehr vielseitig, wissbegierig, aber nicht konstant in ihren Leistungen. Und deswegen macht es das so schwierig, da langfristig erfolgreich zu sein. Dabei ist Jupiter natürlich expansiv unterwegs und der Mars kämpferisch. Also man muss sich schon überlegen, wofür man seine Energie und Kraft einsetzt. Man sollte da wirklich darauf achten, dass man nicht zu viele Baustellen aufhat. Helfen kann Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Erstmal vor der eigenen Haustüre kehren. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Wo kann ich was verbessern? Wo kann ich was verändern? Und wo ist das auch notwendig? Und dann, wie gehe ich mit meinem Umfeld um, also mit meinen Mitmenschen? Da muss man ja auch aufpassen, weil die Stimmung, die Lage vielleicht auch nicht immer so eindeutig ist, dass man da behutsam vorgeht. Uranus im Stier bringt auch Veränderungen, hast du leider als Waage keinen Einfluss drauf. Zudem haben wir zwischen Mars und Jupiter noch eine Konjunktion, die auch pusht, nach vorne pusht. Man hat also das Gefühl, tatsächlich mit angezogener Handbremse zu fahren, aber es ist sicherer. Man sollte wirklich sehr gut aufpassen. Merkur bringt Verwirrung, bringt Verzögerung, Missverständnisse, also je überlegter du vorgehst und je weniger du zu tun hast, desto besser das Ergebnis. Wir haben dazu nämlich noch eine Verbindung zwischen Jupiter und Saturn. Das bedeutet, bis zum 24. kann es immer wieder kleine, aber ärgerliche Verzögerungen, Hindernisse, Blockaden geben. Ich weiß, dass du als Waage natürlich gut mit diesen Dingen zurechtkommst, trotzdem vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl mit deinen Mitmenschen hast und vielleicht auch hilfreich zur Seite stehen kannst, wenn du das möchtest natürlich, ja. Wir schauen mal, wie das heute am Mittwoch für die Waage so aussieht. König der Kelche, liebevoll, fürsorglich, aber zugeknüpft. Das heißt, man erzählt auch nicht jedem alles. Der Gehängte, ja, da schaut man sich um, was so um einen herum passiert. Man versucht, sich in andere hineinzuversetzen, Mitgefühl aufzubringen oder eben auch die Stimmung so ein bisschen aufzufangen. Die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Ich sagte ja, dir geht's richtig gut, du kommst gut voran, aber es ist auch wichtig, dass du weiterhin langsam machst. Dann kann die Krebsenergie fruchten, man schert nicht aus, man fährt mit dem, was sich bisher bewährt hat, eben weiter gut. Als harmonisierendes Wesen, als Waage, kannst du natürlich auch Beruhigung reinbringen in deine Mitmenschen, in die Situation. Wie gesagt, du solltest dich nur nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja. Achte immer auch darauf, dass es dir gut geht und dass du deine Situation dadurch nicht verschlechterst. Ansonsten läuft es sehr gut
Und ich denke, dass du damit auch weiterhin gut vorankommst. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin im Löwen. Temperament, Leidenschaft, Führungsqualitäten, auch der Wunsch, eine Führungsposition einzunehmen, starker Wille dazu, Ego ist groß, Selbstvertrauen ist groß, ja. Aber trotzdem ist die Löwe-Energie auch mitfühlend und tolerant. Wir haben den Mond im Schützen, optimistisch, mit anpackend, offen, flexibel für Neuerungen, für Veränderungen, also kann sich gut auf die Dinge einstellen. Das kann einem Skorpion auch gelingen, ja, wenn man sich so ein bisschen auch an diese Energie herantastet. Wir haben Venus und auch den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Erdenergie, die für dich auch sehr angenehm ist, obwohl eben auch die Jungfrau-Energie sehr skeptisch ist, ähnlich wie du als Skorpion, und natürlich die Kritikfreude erhöhen kann. Damit wäre ich jetzt gerade bei Merkur rückläufig etwas vorsichtig, aber es kann ja durchaus auch sein, dass du Kritik abbekommst. Merkur rückläufig, weißt du ja, Verzögerungen, Missverständnisse, Dinge klappen nicht so, Termine werden abgesagt, elektrische Geräte funktionieren nicht und so weiter. Man muss sich darauf einstellen und man sollte so ruhig und gelassen wie nur irgend möglich darauf reagieren. Mit Neptun und Saturn in den Fischen kann man sich gut auf seine Mitmenschen einstellen. Das Wichtigste dabei ist erstmal, dass man bei sich selber schaut. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was brauche ich? Was kann ich selber verbessern an meiner eigenen Situation? Und wo muss ich ein bisschen aufpassen? Auch im Zusammenspiel natürlich in der Kommunikation mit den Mitmenschen. Die sind natürlich genauso, ich sag jetzt mal, irritiert durch Merkur rückläufig wie du. Da braucht man schon ein bisschen Toleranz, auch anderen gegenüber. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen stehen wieder an. Wir haben den Jupiter und den Mars in Zwillinge, expansive und kämpferische Energie mit der Zwillinge-Energie, die eben sehr forsch ist, Dinge schnell und mit großem Elan angeht, aber nicht das Durchhaltevermögen hat, das zum Beispiel auch ein Skorpion hat. Das kann schnell ablenken, man wird vielleicht schnell auf andere Dinge gebracht und es kann sehr viel Kommunikation stattfinden. Das kann schon mal an die Nerven gehen. Deswegen heißt es Ruhe bewahren oder sich rechtzeitig auch mal ausklinken. Mit Uranus hast auch du als Skorpion die Möglichkeit, hier und da ein bisschen was zu verändern, auch für dich natürlich, aber auch für deine Mitmenschen. Wenn du die Gelegenheit hast und das auch tun möchtest, solltest du das auch angehen. Das wird nicht immer sofort spürbar sein, aber es kann sich im Großen und Ganzen natürlich auch später positiv auswirken. Was wir noch haben, wir haben eine Verbindung Mars-Jupiter, die noch bis zum 16. hält. Da ist wieder dieses Pushen nach vorne, da will man was erreichen, da will man was durchdrücken, bitte nicht. Ja, es ist ein Gefühl, als fährt man mit angezogener Handbremse. Wir haben aber heute, also ab heute bis zum 24. eine Verbindung Jupiter-Saturn. Das bringt eine Menge Hindernisse, neue Punkte, die beachtet werden müssen und man sollte sich bitte nicht zu viel vornehmen und man sollte bitte auch keinen Druck ausüben. Ja, also das ist ganz wichtig. Was haben wir heute für den Skorpion? Die 7 der Kelche. Möglichkeiten, ja, aber man sollte die natürlich nicht alle nutzen und man sollte auch seine Ansprüche herunterschrauben, sich für einige wenige Dinge entscheiden, ja, ein, zwei und den Rest einfach auf später verschieben. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, ja, in erster Linie mal für dich und dann natürlich auch für deine Mitmenschen. Du brauchst Geduld. Wir haben nämlich hier auch etwas, was heute nicht so gut funktioniert. Das kann die Kommunikation sein, das kann auch irgendeine Handhabung sein, die nicht so funktioniert. Wir haben den Ritter der Münzen, du brauchst sehr viel Geduld. Vielleicht geht es auch um die Toleranz bei den Mitmenschen, dass du selber nicht so schnell, ich sag mal, gereizt bist oder darauf negativ reagierst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne haben wir weiterhin im Löwen.
auch eine Feuerenergie wie deine, temperamentvoll, leidenschaftlich, möchte unbedingt den Ton angeben, hat ein ausgeprägtes Ego und natürlich ein übergroßes Selbstvertrauen. Dabei ist Löwe-Energie auch entgegenkommend, tolerant und nicht nachtragend. Der Mond befindet sich in deinem Zeichen, lieber Schütze, was dich natürlich auch optimistisch stimmt und dir Kraft gibt. Bitte nicht überschwänglich werden, das lohnt sich bei Merkur rückläufig leider nicht. Lieber auf dem Teppich bleiben und auch die schönen Momente genießen. Wir haben Venus und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. So, rückläufiger Merkur blockiert sowieso. Langsam machen ist das Thema. Und das hast du bisher auch, glaube ich, so wie ich das beurteilen kann, ganz gut hinbekommen. Es gilt noch ein bisschen durchzuhalten, ja, obwohl die Energien auch nach vorne drängen. Wie zum Beispiel der rückläufige Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen. Also Jupiter ist expansiv und auch Mars kämpferisch und mit der Zwillingenergie sehr kommunikativ, wissbegierig und natürlich auch ein bisschen unstet. Also man bleibt nicht bei einer Sache, man verzettelt sich leicht. Und das kann natürlich auch auf einen Schützen überspringen. Da musst du etwas aufpassen. Mit Neptun und Saturn in den Fischen achte darauf, wie es dir persönlich geht, ob du nervös bist, fahrig bist oder ob du ganz ruhig bist und es dir gut geht. Nervosität kann dafür sorgen, dass man schneller Fehler macht, dass man schnell gestresst ist und vielleicht auch schnell aus der Hose fliegt, wenn irgendwas nicht so ist, wie man das gerne hätte. Wenn das der Fall sein sollte, brauchst du einen Ausgleich, etwas, wo du dich vielleicht im Privaten austoben kannst. Wir haben den Uranus im Stier, da hast du leider keinen Einfluss, aber er birgt natürlich auch Veränderungen. Was wir noch haben, ist die Energie zwischen Mars und Jupiter, die dich auch dazu anstacheln, voranzugehen und jetzt und sofort, bitte nicht. Ja, es fühlt sich wirklich an wie mit angezogener Handbremse, aber es ist sicherer, vorsichtig vorzugehen. Wir haben nämlich ab heute bis zum 24. auch noch eine Verbindung Jupiter-Saturn, die sehr viele kleine, ärgerliche Zwischenfälle generiert, Hürden neu aufbaut. Und es sind Dinge, mit denen man nicht rechnen kann. Und deswegen gilt es, ausgesprochen vorsichtig zu sein. Wir schauen mal, was haben wir für den Schützen? Du versuchst eben mit der Krebsenergie in der Spur zu bleiben, was auch gut ist. Wir haben die Geduld. Ja, ich sag ja, du hast das bisher ganz gut hinbekommen, ja. Du solltest dich auch ab und an mal dafür belohnen, indem du dir was gönnst oder dir vielleicht eine Auszeit nimmst. Der Turm, weniger ist mehr, klar. Platz schaffen für Neues. Ausmisten ist eine wichtige Sache, ja. Alles, was unnötig ist, weg damit, ja. Und sich natürlich auf das konzentrieren, was gerade vor dir liegt. Wir haben das Ass der Münzen. Es kann bedeuten, dass du mit dem Ausmisten, wie ich das genannt habe, möglicherweise eine neue Zielsetzung generieren kannst. Vielleicht nicht sofort und vielleicht auch nicht in naher Zukunft, aber etwas, was dir langfristig vielleicht auch den Freiraum bietet, den du brauchst, um mit dem Turm eben die Hindernisse zu überwinden und nicht zu viele Baustellen offen zu haben. Also kümmere dich um das, was gerade anliegt. Die Geduld bringt dir auch den Erfolg. Wie gesagt, wir haben mit Saturn und Jupiter auch neue, vielleicht kleinere Zwischenfälle oder Missgeschicke oder so. Lass dich bitte nicht davon abbringen, bleib geerdet, ja. Fahr weiter in dieser Schiene, du bist damit bisher gut gefahren, du wirst es auch weiterhin tun. Und diese Energie kann dir auch im Nachhinein oder auch zu einem späteren Zeitpunkt sehr, sehr nützlich sein. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Wir haben die Sonne weiterhin im Löwen. Temperamentvolle, leidenschaftliche Energie, Führungsqualitäten, auch den Wunsch zu führen, Machtthemen, die dich auch ansprechen als Steinbock. Da bist du dabei. Das Ego ist groß, auch das Selbstvertrauen ist groß. Dabei ist Löwe-Energie charmant, entgegenkommt und tolerant. Der Mond befindet sich im Schützen, auch eine Feuerenergie, ist auch sehr optimistisch, auch sehr, ja, mit Ärmel hochkrempeln, mit anpacken. Ja, man soll natürlich nicht übertreiben, ist klar, auch nicht euphorisch werden, sondern auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir haben Venus und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Natürlich für den Steinbock auch eine Unterstützung, weil Erdenergie, aber Merkur rückläufig ist für alle nervig.
Und das bedeutet eben, du musst und solltest mit Verzögerung rechnen, dir nicht zu viel vornehmen und natürlich auch, ich sag mal, dein bisheriges Vorhaben oder wie du das angegangen bist, beibehalten. Nichts Neues hinzunehmen, wenn es irgendwie geht. Auch wenn wir den Pluto im Wassermann rückläufig haben und es Macht- und Ohnmacht-Themen geben kann. Genauso wie mit Jupiter und Mars in den Zwillingen haben wir Expansion und Kampfgeist. Ja, aber wir haben mit der Zwillinge-Energie eine etwas unstete Energie, wo man schnell abgelenkt wird oder sich von Dingen vielleicht auch zu viel versprechen könnte. Da musst du auch als Steinbock natürlich deine Erdenergie einsetzen. Neptun, Saturn in den Fischen geben dir auch einen wichtigen Hinweis, die sind rückläufig, darauf, wie du dich selber fühlst, darauf sollst du achten, da solltest du mit beginnen. Und was du verbessern kannst in deiner persönlichen Situation, das solltest du verbessern, im Kleinen natürlich und deine Person betreffend. Und dann solltest du auch mit Feingefühl und Toleranz auf andere zugehen, die natürlich in einer ähnlichen Situation gefangen sind momentan, wie du als Steinbock. Du hast noch zur Seite den Uranus im Stier, der dir eben auch die Möglichkeit gibt, kleine Veränderungen vorzunehmen. Auch da ist nicht immer gesagt, dass du das sofort mitbekommst. Das kann auch später erst Auswirkungen haben. Wir haben zudem ja die Energie von Mars und Jupiter, die natürlich weiterhin nach vorn drängen. Also da ist wirklich dieser Push jetzt oder nie und da muss man eben bremsen. Denn wir haben auch ab heute bis zum 24. Saturn und Jupiter in Verbindung und da kommen kleine neue Hindernisse und Nickeligkeiten auf uns zu, mit denen wir zurechtkommen sollten. Aber das geht nur, wenn wir nicht zu viel vorhaben. Ja? Was haben wir für den Steinbock? Wir haben den Stern, Heilung. Ja? Wir haben Waage, Energie, Ausgleich, Harmonisierung, sehr schön. Und wir haben die 7 der Schwerter, das ist das Unbekannte, das Neue und möglicherweise auch Fallstricke. Ja, die 7 der Schwerter ist immer so, es ist einem nicht so geheuer. Ich glaube, es geht bei dir darum, als Steinbock, du hast ja schon im Vorfeld im Juli so ein bisschen mehr aufs Gefühl geachtet, dich auch ein bisschen mehr um dich selber gekümmert, das ist großartig, mach da bitte weiter. Und wenn es Nickeligkeiten gibt, wir haben hier gerade die Kommunikation mit den 8 der Stäbe. Es kann durchaus sein, dass jemand sich blöd ausdrückt oder dass du was missverstehst oder dass ein anderer was missversteht. Das könnte heute passieren. Eine gewisse Toleranz ist wichtig, Ausgleich, ja. Sich vielleicht einfach nochmal vergewissern, ob der andere das richtig verstanden hat oder nochmal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, je nachdem, in welcher Situation das so ist. Die Waage Energie möchte, dass du eben heilend einwirkst auch auf deine Energie als pragmatisches Erdzeichen, dir nicht zu viel aufzuladen, bei dem Neuen sehr vorsichtig zu sein und vielleicht auch die Dinge nochmal zu hinterfragen oder sich zu vergewissern, damit da ja nichts schief geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich weiter im Löwen. Eine stolze, leidenschaftliche Energie, die auch der Macht nicht abgeneigt ist, ebenso wie du. Wir haben da Stolz drin, wie gesagt. Wir haben Selbstvertrauen, ein großes Ego drin, aber auch Toleranz und Entgegenkommen. Der Mond befindet sich im Schützen. Feuerenergie ebenfalls, sehr optimistisch. Hemdsärmelig, also packt mit an. Trotzdem sollte man nicht euphorisch sein oder sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Das könnte schief gehen. Wir haben Venus und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Da ist eben, wie gesagt, der rückläufige Merkur drin. Die Erdenergie ist eben auch sehr pragmatisch, langsam machen, gut überlegen, gut planen, gut organisieren. Das hilft. Aber es ist auch ein bisschen nörgelig. Die Energie ist auch ein bisschen nörgelig unterwegs. So, dann haben wir den rückläufigen Pluto im eigenen Zeichen, Macht- und Ohnmacht-Themen. Es kann durchaus sein, dass du jetzt durch diese Energien auch denkst, jetzt muss ich mich durchsetzen. Sei da bitte sehr vorsichtig und sehr wählerisch. Wir haben auch Jupiter und Mars in Zwillinge, auch eine Luftenergie wie deine, sehr kommunikativ, sehr viel, ja, vielseitig interessiert und dadurch eben auch ein bisschen unstet, darin die Ziele zu verfolgen. Jupiter ist, wie gesagt, expansiv, Mars kämpferisch. Also es ist schon ein Druck da, dass man unbedingt vorankommen möchte. Ja, und da sollte man sich als Wassermann gut überlegen, welche ja, Auseinandersetzungen oder Dinge man sich da aussucht.
helfen kann, Neptun und Saturn in den Fischen, rückläufig. Erstmal schauen, wie bin ich denn selber unterwegs? Wie geht es mir? Was brauche ich? Was kann ich verbessern? Und wo muss ich aufpassen? Ja, auch in meiner Kommunikation zum Beispiel oder auch in meinen Fähigkeiten. Wo muss ich ein bisschen genauer hinschauen? Übe dich darin, Geduld zu haben mit dir und anderen. Das ist wichtig. Denn nur dann kannst du auch, ich sag mal, wichtigen Entscheidungen beiwohnen, beziehungsweise auch den Ball flach halten. Also nicht direkt aus der Hose fliegen, wenn irgendwas ist. Wir haben auch, ja, natürlich so ein bisschen mit Toleranz zu tun, dass wir uns eben auch darauf einstellen, dass es anderen eben ähnlich geht wie uns selbst. Und dann haben wir auch noch den Uranus im Stier, der auch noch Veränderungen bringt, aber da hast du leider keinen Einfluss. Mars und Jupiter in Konjunktion wollen auch nach vorne, drängen nach vorne. Man hat auch als Wassermann das Gefühl, mit angezogener Handbremse zu fahren. Trotzdem ist es besser, als wenn man gegen Windmühlen ankämpft. Man kann sich zu viel aufhalsen, zu weit aus dem Fenster lehnen und nachher muss man dann alles wieder zusammenkehren. Das wäre keine gute Option, ja. Und wir haben auch zwischen Jupiter und Saturn bis zum 24. neue Hindernisse, Hürden, irgendwelche Dinge, die wir überwinden müssen. Und dann bliebe ja dafür gar keine Zeit und man würde wirklich im Chaos versinken. Also in der Ruhe liegt die Kraft, lieber Wassermann. Wir haben für heute den Eremiten. Da ist die Jungfrau-Karte. Gut planen, gut vorbereiten, sich im stillen Kämmerlein was überlegen. Auch wenn einem das nicht immer so gefällt, vier der Kelche. Man möchte sich gerne durchsetzen und ich kann das auch gut verstehen, ja, dass man da eben auch, naja, sagen wir mal, manchmal auch Wut hat, Zorn, Verzweiflung, Frust, wie auch immer. Trotzdem ist es besser, planvoll vorzugehen, vielleicht auch strategisch. Wir haben den König der Stäbe, Feuer, Energie, Temperament, Leidenschaft. Und was Schönes an dem König der Stäbe ist auch tolerant. Er ist nicht nachtragend, ja. Und wenn wir die sieben Stäbe haben, wo wir uns für eine Sache einsetzen und den Stab des Königs der Stäbe, haben wir die Kommunikation. Und die sollte natürlich möglichst tolerant erfolgen. Das Wir ist wichtig, nicht das Ich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 14. August 2024. Die Sonne befindet sich im Löwen. Leidenschaftlich, temperamentvoll, machthungrig fast, würde ich sagen, egozentrisch und natürlich auch, naja, liebenswürdig, klar und tolerant. Ja. Löwe ist nicht nur, ich sag mal, Durchsetzungskraft, aber sehr stark dabei vertreten. Der Mond befindet sich in Schütze, auch eine Feuerenergie, temperamentvoll, aber auch sehr optimistisch und hemdsärmelig, also packt mit an. Natürlich sollte man nicht euphorisch werden oder übertreiben, man sollte es ruhig angehen, überlegt, ja. Und wir haben Venus und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Bei dieser Erdenergie kannst du dich gut orientieren, planvoll, gut organisiert vorgehen. Leider ist die Energie auch ein bisschen nörgelig unterwegs. Man kann also selber auch ein bisschen nörgelig sein oder auf solche Leute treffen. Sollte man zumindest vorgewarnt sein. Ja, mit Merkur rückläufig verzögern sich die Dinge, die Kommunikation ist missverständlich oder man kriegt nur die Hälfte mit. Dinge, ja, werden nicht so richtig kommuniziert oder rübergebracht und Dinge funktionieren nicht wie gewohnt. Jetzt haben wir auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Einfühlungsvermögen erstmal bei sich selbst. Wie geht es mir selber? Wie fühle ich mich in dieser Situation? Bin ich ruhig? Bin ich entspannt oder bin ich aufgeregt, nervös oder frustriert? Dann brauche ich einen Ausgleich und den muss ich mir selber suchen. Ja? Ob das ein Hobby ist, Regeneration, Pausen, wie auch immer das geartet ist, da solltest du dich dann drum kümmern. Diese Energie gilt auch natürlich im Zusammenspiel mit anderen, wie ich auf andere zugehe, ob ich mich darauf einstelle, wie die Energien so um mich herum sind, ob die Leute gut drauf sind oder ob sie gereizt sind. Das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass man gewisse Dinge vielleicht sein lassen sollte, ja. Und ja, wir haben nämlich den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen, kämpferisch und natürlich expansiv mit der Zwillingenergie, die ja ganz viel machen möchte und sich sehr leicht verzettelt und natürlich kommunikativ ist und wissbegierig, aber eben nicht so das Durchhaltevermögen hat.
Und dann haben wir den Uranus im Stier, der dir als Fisch auch hilft, so ein bisschen fein zu schrauben an der einen oder anderen Sache. Und wenn du die Gelegenheit hast und das auch möchtest, solltest du das unbedingt auch tun, auch wenn du den Erfolg nicht sofort siehst. Wir haben nämlich jetzt auch noch eine Konjunktion zwischen Jupiter und Mars. Das pusht weiterhin nach vorne, das pusht den Ehrgeiz und so weiter. Und man hat das Gefühl, man fährt mit angezogener Handbremse. Aber das ist besser, als gegen Windmühlen anzukämpfen. Denn wir haben ab heute bis zum 24. auch noch die Energie von, oder Konjunktion besser gesagt, von Jupiter und Saturn. Man stößt auf neue Hindernisse, auf Kleinigkeiten, aber tausende von denen. Und man sollte sich darauf einstellen, dass nicht so ohne weiteres einfach durchgeht und klappt. Also Ruhe bewahren und möglichst wenig Baustellen. Ja, wir haben den Mond, die Gefühlswelt. Gefühle dringen nach vorne. Das Team, die Gruppe von Menschen, mit denen du zusammenarbeitest vielleicht, und die Waage-Energie. Man möchte Harmonie schaffen, ja, man möchte eben auch Harmonie herbeiführen. Aber das ist ja wie mit allem im Leben. Oftmals kannst du das alleine gar nicht. Ne? Je nachdem, was das für Gefühle sind bei dir als Fisch, kümmere dich liebevoll darum, auch erstmal um dich selbst, damit du eben da jetzt nicht zu dünnhäutig bist oder verletzbar bist, auch in Bezug auf andere. Der Ausgleich kann ja auch sein, dass man sich einfach mal zurückzieht und überlegt, was für einen selbst das Beste ist. Die Jungfrau-Energie ist ja Planung, Vorbereitung, ja, sich auch mal anschauen, wohin möchte ich denn? Ne? Vielleicht ist das die bessere Alternative, als sich jetzt mit allem und jedem irgendwie auseinanderzusetzen. Kümmere dich liebevoll um dich selbst. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.